Ja, Freunde, hier ist richtig was los. Ich baue jetzt hier gerade den Zaun auf und komme hier an diesem Graben vorbei und finde Gefieder vor. Ich versuche jetzt mal rauszufinden, was das war, oder versuche mal dem so ein bisschen nahe zu kommen. Also wir finden hier zum einen ein Ei, welches seitlich, ich möchte fast sagen, rechteckig aufgeknackt worden ist. Gerade eben habe ich an einer anderen Stelle auch noch ein Ei gefunden. Das liegt noch original wie vorgefunden. Auch seitlich, quasi rechteckig aufgeknackt. Das lässt in aller Regel darauf schließen, dass es sich hier um einen Marderartigen handelt, der das Ei sich zu Gemüte geführt hat. Die kommen dann meist, wenn das Ei jetzt hier spitz läge, käme der Marder so an und dreht sich dann immer auf die breite Seite und fängt dann an, von hier das Ei zu essen, ne, oder aufzufressen, die Schale hier aufzuknacken. Und daher entsteht dann hier dieses leicht rechteckige Bild. Es könnte natürlich so gewesen sein, dass das Huhn hier gesessen hat, weil es aus dem Auslauf rausgekommen ist, hat sein Ei gelegt. Hier liegen zwei Eier, das heißt, es sitzt hier mindestens schon zwei Tage. Und ist dann unabhängig davon von einem anderen Raubtier geschlagen worden. Die Eier könnten natürlich jetzt auch von sowas wie einer Wanderratte geknackt worden sein. Es ist jetzt halt nur eine Vermutung. Ich war ja nicht dabei, ich bin mir nicht sicher, aber das ist jetzt so das, was ich jetzt daraus schließen würde. Das Huhn ist auf jeden Fall auf andere Art und Weise umgekommen. Nämlich, wenn wir uns das hier mal anschauen, dann finden wir auf der einen Seite Schweiß. Man kann das ja hier sehen, das Rote. Man findet so ein bisschen Knochensplitter. Wo haben wir sie? Da, da sind die. Hier nochmal von der anderen Seite. Was man aber durchweg sieht und erkennen kann, ist, dass die Federkiele alle intakt sind. Wenn die Federkiele alle intakt sind, dann bedeutet das, oder sagt man so, dass das Tier von einem Greifvogel aus der Luft geschlagen wurde, der dann mit dem Schnabel die Federn rausgerissen hat. Das heißt, die Kiele sind intakt. Würde jetzt ein Predator, also ein Raubtier, was ein Land, wie sagt man, ein Landbewohner, keine Ahnung, was halt zu Fuß unterwegs ist, das Vieh reißen, dann würden die Federkiele abgebissen werden und dann wären die halt abgebrochen. Ist aber nicht der Fall. Ich habe mir beide Stellen hier angeguckt, das hier und das da oben. Die Federkiele sind alle intakt. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Blöd gelaufen für das Huhn, aber so läuft das nun mal im Showgeschäft. Da kann ich jetzt auch nichts für. Ne? Es sind hier aber keine Reste von dem Huhn zu finden. Ich habe jetzt hier alles abgesucht und ich komme jetzt quasi zu folgendem Ergebnis. Bin gespannt, ob ihr da mitgeht. Das Huhn ist hier rausgekommen und hat hier regelmäßig sein Ei gelegt. Vielleicht schon zwei, drei Tage. Also mindestens zwei Tage. Es liegen hier mindestens zwei Eier. Sollte man diesen ranzigen Handschuh hier ausziehen, oder? Sieht denn das aus? Ja, so sieht es nicht besser aus, aber trotzdem. So, diese sind dann, die gelegten Eier sind von einem Marderartigen, würde ich jetzt sagen, hier gefunden worden und aufgeknackt worden. Das schließe ich aufgrund dessen, dass die seitlich, also von dieser ovalen Seite aus, rechteckig angeknackt wurden. Die Federkiele sind nicht abgebrochen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Huhn aus der Luft geschlagen wurde. Das Huhn liegt hier aber nicht mehr. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ein Fuchs beispielsweise den Weg hier oben entlang gekommen ist, weil die ja immer Verbindungslinien zwischen den Habitaten wählen. Der Wald ist im Hintergrund und er nimmt den direktesten Weg, kann hier unbemerkt über den Schotter schleichen. Ja? Und wird dann wahrscheinlich die Reste, die der Greifvogel hat liegen lassen, weil die sich ja meist nur an den Innereien da gütlich tun, mitgenommen. Wahrscheinlich auf dem Weg nach oben. Ja, also ich kann bestätigen, oder wir haben einen, sagt man das so, wir haben da oben einen Fuchsbau bestätigt, hinten im Wald. Da ist ein Fuchsbau, da habe ich dieses Jahr beim Mulchen auch Füchse aus der Zwischenfrucht raushüpfen sehen. Ja, und das wäre die Lösung sozusagen. Ein kombinierter Boden-Luftschlag an dieser Stelle. Was könnte man jetzt also machen, um der Sache Herr zu werden? Also zunächst einmal ziehen wir ja hier den Zaun. Wir müssen dann unsere Hühner erziehen, dass sie auch die Grenzen anerkennen. Und an der Stelle, Fallen dürfen nur von Jägern aufgestellt werden. Und das auch nur mit Fangjagdgenehmigung. Also jeder Bundesland ist ein bisschen unterschiedlich. Aber Fangjagdschein. Rechtliche Grundlage, da bitte beachten, Herrschaften. Ja, Freunde, da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Was hätten wir jetzt also für Möglichkeiten, dem Raubwild und der Bedrohung für unser Federvieh wieder Herr zu werden? Also, zunächst einmal besteht die Möglichkeit, ganz grundsätzlich gesprochen, kombiniert hier irgendwie aufzutreten. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie kurz vor Vollmond. Da würde sich ein Ansitz rund um diese Stelle sicherlich lohnen. Was hier in diesem Fall nicht geht, denn zum einen
ist diese Stelle, wo hier unsere Ställe stehen, also die Stelle, der Place quasi, wo unsere Ställe stehen, zu dicht an einer Siedlung. Das heißt, die Jagd mit der Feuerwaffe darf hier nicht stattfinden. Man spricht auch vom befriedeten Bezirk. Das ist ein kombiniertes Vorgehen, was ich da in der Situation vorschlagen würde. Also das Aufstellen von Fallen, das Abfangen des Fuchses beim Ein- und Auswechseln oder Austreten aus seinem Habitat, aus seinem Bau. Und Greifvögel, Punkt Greifvögel, haben wir an der Stelle noch nicht besprochen. Kann man nichts machen. Die Greifvögel oder gerade der Habicht ist in Deutschland sehr geschützt. Es war mal anders. Es war mal teilweise so, dass es auf den Habicht Prämien gegeben hat. Und du musstest dann ein Ständerpaar, bitte, wir verhalten uns jetzt für Erwachsene. Als Ständer wird das Beinwerk bezeichnet, ich sag mal das Fahrgestell. Und wenn du ein Paar abgegeben hast, hast du dann eine Prämie bekommen dafür. Haben es dann damit übertrieben und damit ist dann auch das Bejagen von dem Raubwild verboten worden. Sehr wahrscheinlich zu Recht, sonst ist es immer so. Wenn es die Leute übertreiben, dann muss man halt, kommt halt die große Keule. Das Fangen mit der Falle hat natürlich den Riesenvorteil, die Falle fängt unabhängig vom Jäger 24/7. Ne? Bei jedem Wetter ist die Falle im Einsatz und muss natürlich dann zweimal am Tag kontrolliert werden, ne? Rechtliche Grundlage da beachten. Also ich rede jetzt hier nur von Lebendfangfallen, was ich immer erstmal vorziehen würde, weil hier läuft ja auch ein Hund rum. Das wäre dann irgendwie blöd, wenn der in den Schwanenhals gerät, dann ist er kaputt. Dann lässt er dich nämlich auch noch quasi ins rechtliche Abseits gestellt, muss die Falle so aufstellen, dass Fehlfänge ausgeschlossen sind. So, und ich würde das nicht riskieren wollen, irgendwie hier Nachbarskatze in der Falle zu haben. Was für Fallen könnte man hier benutzen? Betonrohrfallen wären denkbar, Kastenfallen mit Wippbrett wären denkbar. Ich würde dann welche nehmen, die groß genug sind, um da... Es ist halt immer schwierig, den Fuchs da reinzukriegen. Ne? Der Fuchs ist halt relativ schlau. Aber ich glaube, mit einer Kofferfalle, vielleicht für den Marder, der Altfuchs, habe ich zumindest noch nie so erlebt. Ich kenne auch keinen, bei dem es funktioniert hat jetzt hier, so aus meinem Umfeld zumindest. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr da noch Vorschläge hättet, wie man hier sonst noch wirken könnte. Würde mich sehr interessieren. Dann kann ich das ja mal ausprobieren und dann machen wir sozusagen den zweiten Teil davon. Wenn ihr Lust habt, mich in irgendeiner Form zu unterstützen, Freunde, dann schaut doch unbedingt mal auf dem Stiefelzeit-Shop vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Chefin, dass ich die Möglichkeit hatte, das jetzt mal kurz nebenbei einzuschieben. Ich verbleibe sehr freundschaftlich. Gehabt euch wohl. Call to Action und Horridoo.